So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen. Es wird mal wieder Zeit. Ich wollte schon längst mal wieder ein Guide-Video machen. Einer meiner Abonnenten hat mich doch gefragt, ich sollte doch mal ein Video darüber machen, wie schneidet man Spiele für die PlayStation 4? Ich denke mir, er meinte auch tatsächlich über die PlayStation 4, weil es gibt natürlich die Möglichkeit, über die PlayStation 4 Spiele zu schneiden, über diese Share Factory, das ist eine App für die PlayStation 4, oder eben halt tatsächlich das Ganze auf dem USB raufzuladen und dann natürlich auf dem PC die ganzen Spiele, also beziehungsweise Videos raufzuladen und die dann am PC zu schneiden. Mit Windows Movie Maker, ich habe, was habe ich denn eigentlich? AVS habe ich, glaube ich. Damit schneide ich meine Spiele. Und ja, diese Möglichkeiten gibt es. Und ich werde euch mal den Weg diesmal für die PlayStation 4 zeigen. Na, damit hätte ich ja schon mal eins. Ich hatte schon mal ein Video-Guide gemacht, ein PlayStation 4-Guide, wie man denn Spiele aufnimmt. Jetzt sind wir soweit. Ne, hochladen hatte ich gemacht, hochladen. Aufnehmen müsste ich tatsächlich auch nochmal machen. Aber jetzt sind wir gerade beim Schneiden. Also bis gleich. Ich zeige euch das auf der PlayStation und los geht's. So, liebe Leute, ich hoffe, man kann mich wunderbar gut hören. Ihr seht es hier schon, hier ist die Share Factory. So, die brauchen wir erstmal. Die kann man über den Play Store hier holen, den PlayStation Store. So, und alle Aufnahmen, die wir für die PlayStation gemacht haben, befinden sich hier in dieser Aufnahmegalerie. Da gehen wir mal rauf. Und ich schneide uns jetzt mal... Was schneide ich uns? Oh, ich hoffe, man kann mich gut hören. Ich schneide uns mal jetzt was zusammen und ich muss ein Spiel schneiden von Ark tatsächlich. Was haben wir denn hier? So. Das ist, glaube ich, die T-Rex-Zähmung. Ich glaube, die kann man mal wunderbar... Was ist das? Ich schalte mal kurz rein. Da seht ihr schon was. Super. Ich weiß gar nicht, was es ist tatsächlich. Was ist denn das? Ach, die Megalosaurus-Zähmung. Ja, das ist ja... Das ist ja wohl auch mega. Wo fängt denn die an? Wo fängt denn die an? War das hier? Fängt die hier an? Oder wo fängt die an? Ich muss mal ganz kurz... Das sollte man immer im Vorfeld immer schon mal gucken. So. Ne. Hier? Wahrscheinlich. Aber kurz vor, man kann das immer wunderbar vorspulen, ja, alles kennt ihr. Jo, das ist die Megalosaurus-Thema. Gut, okay. Die lade ich dann auch gleich morgen hoch. Das ist auch mal wieder was Geiles. So, pass auf. In erster Linie geht ihr denn hier... Ich muss es hier mal zeigen. Ihr seid hier auf dem Video, was ihr haben wollt, und geht dann hier auf Option. So, da steht schon mal drauf, in Share Factory bearbeiten. Seht ihr? Share Factory bearbeiten. Natürlich müsst ihr das, wie gesagt, schon mal drauf haben. So, gehen wir mal rauf. So, hier habt ihr die Möglichkeit, tatsächlich alle dazugehörigen Videos mit reinzuladen. Das seht ihr, hier habt ihr Auswahl, macht ihr ein Häkchen drauf und los geht's. Ich mache es mal ganz kurz einzeln, damit ich ein paar mehr Funktionen dabei erklären kann. So, bearbeiten und los geht's. Ja, das dauert. Ladebildschirm ist von Share Factory sehr, sehr leuchtend, sehr einleuchtend, sehr schön, die Neonfarben und dieses ganze, diese Filmrolle da oben drauf. Ja, toll. Es dauert halt. So, da sind wir. Haben jetzt einen Clip hochgeladen, also in Share Factory reingeladen. So, jetzt hat Share Factory die Möglichkeiten noch, dass ihr dieses Ding als Intro quasi vorwegnimmt. Seht ihr das? Das sieht dann so aus. Und dann kommt ein zweites Intro. Ja. Gut, will ich nicht haben. Ihr könnt es gerne lassen, wenn ihr es so wollt. Ich mache es nicht. Also, folgendes. Ihr seht da unten tatsächlich genau hier. Damit könnt ihr bearbeiten, mit diesen Schraubenschlüssel. Damit bearbeitet ihr eure Videos. Da fängt ihr an. Da geht ihr rauf. Und diesen Clip wollen wir rauslöschen, dieses Intro, weil ich das doof finde. Bestätigen. So, den nehmen wir auch raus. Wir gehen zacken mit dem rechten Stick nach vorne, damit wir hier direkt auf dem Video drauf sind. Wieder diesen Kasten drücken und Clip löschen. So, damit wären wir schon mal bei unserem Clip. Ne? Mit R2 könnt ihr den Clip einmal abspielen. Ne? Ja. Gut. Und dann scrollen wir den mal ganz nach hinten durch. Weil hier hinten befindet sich nämlich auch von der PlayStation, von der Share Factory noch irgendwie ein Clip. Den möchte ich auch nicht drauf haben. Ich konnte euch das mal ganz kurz zeigen. Mit R2 zeige ich euch den Clip. Und das käme dann quasi nach eurem Video. Finde ich nicht ganz so geil, deswegen weg damit. Bobs. Und weg damit. Bobs. So, jetzt haben wir noch unser reines Video. So, wir gehen mal hier hinten durch. Es ist sehr witzig, das Video.
So, genau. Das ist ein Teil des Videos. Wenn euch da was nicht von gefällt, dann geht der wieder auf warte, wo ist mein Finger da? Auf den Schraubenschlüssel hier rauf und geht auf Schneiden. So, und damit könnt ihr den Startzeitpunkt, das heißt, das Video fängt dann an, wo ihr das Video anfangen haben wollt, den Anfang vom Video, wo ihr das haben wollt. Möglicherweise guckt euch das vorher an und merkt euch die Zeit, dann könnt ihr euch den Anfang mit linken Stick, steht da drauf, mit linken Stick schon mal dahin machen. Seht ihr? So, und das würde hier das Video quasi anfangen bei 28 Sekunden. Ende vom Video, seht ihr auch, macht ihr mit dem rechten Stick, solltet ihr auch am besten auch die Zeit merken, macht ihr mit dem rechten Stick und guckt dahin, ja, wo ihr das Video beendet haben wollt. So, und dann schneidet ihr den Rest raus. Dann bestätigt ihr das natürlich hier mit dem, warte, mit X. Damit wird das bestätigt. So, und dann fehlt natürlich ein Stück vom Video. Es wird automatisch raus. Ich für in diesem Fall möchte es nicht. Deswegen gehen wir einmal zurück. Es gibt hier noch die Möglichkeit, hier das Video aufzuteilen. Das heißt, ihr könnt hier ein Stück rausschneiden und was dazwischen legen. In diesem Fall möchte ich das tatsächlich auch nicht machen. Also ich mache jetzt einen ganz einfachen Schnitt und dann werden wir sehen. Also das ist natürlich auch die Möglichkeit. Habe ich auch schon oft benutzt so. Ja, gut, wieder zurück. So, was ich aber haben möchte, ich will natürlich noch mehr Videos haben, weil das ist ja nicht alles, ne? Deswegen gehen wir hier auf Clip hinzufügen und dann kommen wir hier auf unsere Liste rauf. Und dann sehen wir hier schon mal, immer nach Spiel geordnet und arg. Okay, so. Ja, richtig, genau. So, den haben wir drinne, das wissen wir ja, die Minutenzahl. So, und jetzt hauen wir den nochmal mit zu. So. Und bestätigen wir das Ganze mit X und gehen auf den Viereck Clip hinzufügen. Da steht es drauf. Bop, ist hinzugefügt. Ihr seht's, der ist dran. So, damit die Übergänge nicht ganz so langweilig werden, habt ihr hier noch die Möglichkeit hier vor. Ihr müsst allerdings den Zacken vorgehen, bevor der Übergang kommt. Müsst ihr auf X drücken und dann könnt ihr hier noch eine Blende mit hineinpacken. So, und hier haben wir hier die Möglichkeit, diese filmischen Blenden. Finde ich sehr geil, wenn man so jetzt Actionspiele spielt oder Horrorspiele. Da sind meine Lieblingsblenden tatsächlich hier dieses Gekrissel. Man kann das mit R2 hier nochmal abspielen, wie es ausschaut. Seht ihr? Oder eben halt. Hier solche Explosionen. Bam. Und die haut ihr dann mit rein. Und dann, wie gesagt, ihr habt noch die Möglichkeit hier mit Überblenden. Dann seht ihr das hier so. Dann gehen die Übergänge, naja. So die Übergänge natürlich. Ist auch manchmal sehr geil. Wischblenden. Kennt man ja viel aus den alten Movie Makers. Genau. So, ich persönlich, nein, das wollte ich gar nicht. Ich persönlich mag das aber gerne im Comic-Stil. Gerade jetzt bei Life is Strange oder so. Nehmen wir mal das. So. Sieht geil aus. So, pass auf. Den fügen wir jetzt auch mal hinzu. Bestätigen. Und dann sieht das Ganze so aus. Finde ich geil. Geiler Übergang. Gefällt mir so. Dann scrolle ich einfach noch weiter nach vorne, weil ich glaube, es gibt hier nichts, womit ich jetzt irgendwie schneiden möchte. Die Inka stellt sich hier die ganze Zeit tot. So. Ja, ich sehe hier nicht viel auf dem Video gerade. Okay, was auch immer da gerade passiert. Ich werde es mir nachher vielleicht doch angucken müssen, ob ich das überhaupt so behalte. So, wieder Clip hinzufügen, weil es geht nämlich tatsächlich noch weiter. Und wir sind hier tatsächlich noch bei Arc stehen geblieben. So, den nehmen wir dazu. Wieder auf Clip hinzufügen drücken mit Viereck. Und dann seht ihr das, wieder ein Übergang. So. Und jetzt gehen wir hier auf X wieder und hauen nochmal wieder eine Blende drauf. Nehmen wir mal ein bisschen anders, nehmen wir diese Blende diesmal. Wir können auch mal wieder mit der Vorschau das angucken. Sieht quasi sehr das gleiche aus, nehmen wir das Blättern mal. So. Ja, drüben streiten sich die Kinder wegen PlayStation-Spielen. So ist das. Und dann sieht das Ganze so aus. So. Jetzt wischen wir wieder rüber, denn wir haben wieder, ich glaube, wir haben wieder was dazu gemacht, oder? Nee, haben wir den jetzt hier rüber. Ah ja, hier ist er. Genau, okay. So. Wie gesagt, man kann mit R2 das Ganze abspielen oder wirklich mit dem rechten Stick bewegen oder wirklich hier mit den großen Touch-Dingern.
Dingens hier vorne. Damit kann man das auch wunderbar bewegen, alles. Ja, das Werkzeug ist wie gesagt auf Kasten. Da drückt ihr drauf und habt ihr so viele Sachen eben halt, die Möglichkeit, was zu tun. Ihr müsst euch eigentlich mal da durchlesen. Ihr habt hier natürlich optimal, das bietet sich hier immer sehr gut an, nochmal die Clip-Lautstärke zu erhöhen. Ich gebe sie immer auf 200%, weil durch das ganze Schneiden und Rendern wird das immer leiser. Gerade eure Voice wird ziemlich leise dann dabei. Ich mache das hier hinten auch nochmal flott. Das sollte man wirklich mal machen. Ihr habt die Möglichkeit natürlich noch Musik raufzuladen, das müsst ihr aber allerdings mit USB dann machen und da glaube ich müsst ihr auch noch irgendwie den Musikplayer müsstet ihr tatsächlich nochmal auf die PlayStation raufladen. So. Einmal nochmal hier die Musik erhöhen. So. Bestätigen. So, wie gesagt, ihr seht das hier alles. Was man alles machen kann. Also ich benötige tatsächlich aufteilen, Clip aufteilen, habe ich schon oft benutzt. Clip schneiden, Clip verschieben, auch wenn man natürlich eben halt merkt, so die Aufteilung stimmt nicht oder man hat außerdem die Videos durcheinander gebracht. Und dann könnt ihr die durch Clip aufteilen eben halt, durch Clip verschieben, könnt ihr natürlich dann dahin hin tun, wo ihr sie haben wollt, richtig. Ja, Clip löschen, ganz klar, habe ich euch gezeigt. Blende bearbeiten habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, aber allerdings, da müsst ihr mal, bei den Blenden müsst ihr echt mal drauf achten, dass ihr wirklich hier vorne bei den Übergängen seid. Und so schiebt ihr die Blenden immer rauf. Das ist alles kein Problem. So, wenn wir das Ganze wieder fertig haben, jetzt haben wir gesehen, jetzt haben wir einen Clip insgesamt von 19 Minuten und 57 Sekunden, dann geht ihr doch bitte auf Kasten, ne? Und dann, war es Kasten? Oh, jetzt muss ich tatsächlich mal wirklich mal gucken. Quatsch, auf Option. Hier auf Option. Bob. Seht ihr es? Option hier. Den Knopf. Und da geht ihr auf Projekt speichern. Wo genau hin? Der speichern, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Brauche ich auch irgendwie gar nicht. Nochmal Option. Und in Galerie exportieren. So. Und jetzt rendert er das Ganze. Das dauert, je nachdem, wie lang das Video ist, zwischen 10, 15, 20 Minuten. Und danach sollte es fertig sein. Dann schalten wir auch dann wieder ein. So, jetzt seht ihr, das ist fast fertig gerendert. Und damit geht es auch gleich schon weiter. Blop. Da seht ihr es. 100% abgeschlossen. So, wundert euch nicht, wenn das Spielauszeichnung fortgesetzt draufsteht. Das stimmt nicht. Also ihr nehmt jetzt hier nichts auf quasi. So, gespeichert. Jetzt gehen wir darauf und können hier mit den PlayStation-Knopf hier in der Mitte unten zwischen beiden Sticks. Können wir einmal lange draufdrücken und Anwendung schließen. Blopp. So, Pings. Geschlossen. So. Das haben wir wunderbar hingekriegt. Jetzt gehen wir wieder auf unsere Aufnahmegalerie. Und jetzt habt ihr hier einen Ordner, wo Share Factory draufsteht. Seht ihr den? Da geht ihr rauf und da habt ihr das volle Video tatsächlich. Seht ihr es? Komplett in voller Länge. Die Sache ist mit den Rausschneiden, also mit den Clip-Aufteilen, ist natürlich sehr geil, wenn du irgendwo in der Mitte des Videos irgendwie Versprecher drin hast, den du nicht haben möchtest, oder irgendwelche sonstige Scheiße drin hast, dann kannst du es wunderbar eben halt wirklich diese Sekunden, ihr müsst euch wirklich die Zeit merken, das ist wirklich der wichtig dabei. Könnt ihr wirklich das aufteilen, links und rechts, so habt ihr es aufgeteilt, und dann seht ihr dann, dass das Video dann quasi in zweimal aufgeteilt ist. So, oder dreimal ist es dann aufgeteilt. Und diesen Clip, den ihr dann aufgeteilt habt, in dieses kleine Stück in der Mitte, da geht ihr dann auf Rauslöschen, wie wir es schon mal beschrieben hatten, mit Kasten, mit dem kleinen Werkzeugschlüssel und dann Clip löschen. Dann ist es weg. So, was auch noch die Möglichkeit ist, warte mal, ich schwenke mal ganz kurz in die Facecam um, Augenblick. Also in die Facecam, in die Selfie-Cam, Augenblick, bis gleich. So, was dann eben halt auch noch die Möglichkeit ist, wenn ihr denn, wenn ihr es mögt, ich habe es bei einigen Videos tatsächlich auch schon gemacht, und zwar aus dem Spiel heraus, wenn so eine coole Action-Szene ist und die schneidet ihr tatsächlich dann raus. Mit dem, was ich euch gezeigt habe. Und dann speichert ihr es, dann rendert das ganz kurz und legt ihr das ja selber in den Share Factory Ordner rein. Und dann macht ihr einen neuen Share Factory Dings auf mit dem Video, was ihr schneiden wollt. Und dann legt ihr diese coole kleine Action-Szene ganz nach vorne und legt eine Blende vor. So haben die Leute so eine Art Intro quasi über das Video, was da passiert, was Cooles passieren wird, um dann eben halt wirklich zum Weitergucken zu veranlassen. Also ich hoffe, ihr habt das verstanden, wie ich das meine. Ihr habt einen Clip von euch. Da ist eine coole Szene, die schneidet ihr raus, so wie ich das gezeigt habe. Die schneidet ihr so klein zusammen, dass die Szene, die sollte nicht länger gehen als 10 Sekunden. Dieses Stück schneidet ihr raus, speichert das ab, den Rest wird alles gelöscht, speichert das ab
und habt den Szene in diesen Share Factory Ordner drin und geht nochmal auf Option und das Share Factory bearbeiten und dann tut ihr die anderen Clips, die ihr noch drauf haben wollt, alle hinzu und damit wäre eigentlich schon alles ja, fertig. Das Video komplett fertig. Ich muss mir das Video nochmal angucken, ob es wirklich so geworden ist, wie ich das haben möchte. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, die Star Wars Sachen finde ich immer geil im Hintergrund. Ich hoffe euch, das hat das Video gefallen und es hat, war auch sehr hilfreich vor allen Dingen. Ich meine, mein erstes Guide-Video, das war ja schon ein halbes Jahr her, aber es kam mir gut an soweit. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Spiele, Videologs. Oh, das sieht aber auch cool aus, alles im Hintergrund, wenn ich das so sehe. Ich habe eine schöne Wohnung. Ja, Leute, ich habe echt eine. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute! Tschüss.